ersten Anschluss daran, den Raum U14 zusammensetzen und eben noch, wenn noch Fragen sind, die Sie beantworten, eine kurze Aussprache. Beim Rundgang, wir werden immer was dazu sagen, klar ist eigentlich, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie es. Ansonsten schauen wir, dass wir das relativ hinter uns bringen. Und ich würde jetzt bitten, dass wir in diese Richtung dann aufbrechen, nachdem der Herr Eckert immer was gehabt hat. Ja. Also, ich sage mal mit einer großen Runde, grüß Gott, vielen Dank, dass es geklappt hat. Die Herren da drüben, die haben natürlich gegessen, die werden dafür gezahlt und sind irgendwie am Bau beteiligt. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten. Vielleicht kurz mit zur Vorgeschichte, die wir da sind. Und dann nachher noch speziell. Aber wie gesagt, 43 größte Schule alt. Zum Schulkomplex gehört allerdings auch noch die Gärtinger Schule drüben mit dazu, in der Bereich der jetzigen Mittelschule. 2005 hat sich der alte Stadtrat damals noch Gedanken gemacht, wie es hier weitergehen kann. Im Prinzip war ein Sanierungskonzept ausgearbeitet und mit der Regierung von Oberbayern abgestimmt. Und das hätte dann auch 2009 so was 8-9 losgehen sollen. So war die damalige Planung. 2008 dann Veränderung im Kreis wie auch in der Stadt. Und zusammen mit dem Landrat Schech haben wir sich 2008 immer Gedanken gemacht, ob das, was auf dem Papier da liegt, wirklich die sinnvolle Variante ist. Damals war es im Prinzip wirklich die 1:1 Bestandssanierung gewesen. Die Gärtinger Schule saniert, der Bereich saniert, die Sportanlagen saniert, alles so gewesen, oder alles wieder so gewesen, wie es vorher im Prinzip auch war. Und damals war schon immer die große Diskussion, was passiert mit den Sportstätten, reicht der Platz von den anderen Schulen, was passiert dort, und von daher haben wir sich Stadt und Kreis gemeinsam Gedanken gemacht, wie es weitergehen kann, und das war daher, da ist der Herr Eichenseer, der das Grundkonzept damals erarbeitet hat. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen kennt. Vielleicht ganz kurz vom Prinzip her. Die Überlegung war, ähnlich wie jetzt geschehen, drüben erst einmal eine Sporthalle zu errichten. 2/3 Anteil Stadt, 1/3 Anteil Kreis. Wenn die Sporthalle da ist, war die Überlegung, könnte da der Sportkomplex fallen, an der Stelle ein Grundschulneubau errichtet werden, der zusammenhängend mit dem jetzigen Bestandsbau, der generalsaniert wird. Und wenn der Grundschulneubau fertig ist, dann werden die Schüler aus der Mittelschule in den Grundschulneubau rüber. Die Gärtinger Schule wäre nach wie vor benutzt gewesen. Und wenn dann hier fertig saniert gewesen wäre, wären die Kinder wieder zurückgezogen, die Grundschüler in die neue Grundschule, die Gärtinger Schule abgerissen und an der Stelle dann ein Schulbad in der weiteren Ausstattung gebaut. Das heißt, das lange ersehnte Hallenbad, aber nicht das Wohnzimmer, sondern ein Schulbad mit Schwimmbecken, mit einem kanonischen Bereich. Vielleicht noch etwas Kleines mit dazu, so ähnlich wie in Manching, aber auf den Schulsport abgestimmt. Also das war der Plan. Und der Zeitrahmen, glaube ich, war 19 dann Fertigstellung, Hallenbad da hinten, also über die Zeit haben wir das Ganze gestreckt. Das sind ein halbes Jahr im Verzug sowas. Ja, knapp. Also was aber auf die Dauer kommt und noch nicht so schlimm ist, die Dreifachhalle ist jetzt im Prinzip fertig. Ich glaube, Schulsport bin ich schon. Also der erste Bauabschnitt ist somit fertig und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wir haben im Stadtrat in der November-Sitzung, glaube ich, war es zum zweiten Mal über die Möglichkeiten für den sogenannten zweiten und dritten Bauabschnitt gesprochen, dass der Grundschulbereich neu gebaut wird, ist, glaube ich, steht außer Frage, das wird so kommen und wird auch generell auf die Bedürfnisse von der Ganztagesschule ausgerichtet sein. Aber die Frage war, was passiert hier an dieser Stelle, und es hat uns einen kleinen Schock versetzt, als wir die Zahlen gesehen haben. Wir haben erst einmal über Sanierung gesprochen und haben gesagt gehabt, Aufgabe auch noch mehr einen Neubau anzuschauen, und dann haben wir die Zahlen im November auf dem Tisch gehabt, und wir haben im Stadtrat Anfang letzten Jahres einen gemeinsamen Plan für bis 2018 vereinbart. Da geht es um 100 Millionen Euro knapp, die wir investieren wollen, und das ist extrem sportlich für eine Stadt unserer Größenordnung, und das wird auch unsere Finanzkräfte ganz schön strapazieren, und da werden wir im Nachgang konsolidieren müssen. Aber als wir die Zahlen dann speziell hier nochmal gesehen haben, die dann doch deutlich höher waren, wie das, was wir in der Finanzplanung hatten, war die Aufgabe vom Stadtrat an die Planer nochmal zu überlegen, wie eine Sanierung light im Prinzip ausschauen könnte. Also keine Generalsanierung, sondern eine Sanierung, wo man sagt, die trägt so um die 10 Jahre, was muss man da reinstecken. Ich nehme es jetzt vorneweg, wir schauen uns jetzt schon an, was die Sanierung light wäre, weil ich glaube, ich möchte es jetzt vorwegnehmen, was wäre nach allem, wie wir es jetzt vorliegen haben, wohl der falsche Weg. Also wir sollten auf eine weitergehende Lösung uns konzentrieren. Es war damals große Begeisterung im Stadtrat. Manche warten ja schon sehnsüchtig aufs Hallenbad und würden es am liebsten morgen bauen. So eine Sanierung leid würde die Möglichkeit geben, dass man das Hallenbad vorzieht. Aber das Problem, dass man halt da vielleicht 5 bis 10 Jahre seine Ruhe hat, aber dann trotzdem wieder groß tätig werden muss. Und dann hat man das Problem, dann steht keine Gärtinger Schule mehr. Dann stecke ich die Kinder in Container.
Von daher nach allem, was wir Amtsgegner jetzt gestern und heute angeklopft haben, schauen wir uns an, was man dafür bekommen würde. Am Schluss müssen wir im Stadtrat entscheiden, aber ich glaube, die Lösung ist jetzt nicht die wirklich sinnvolle. Die schafft kurzzeitig Frieden, ist aber über die Lebenszeit betrachtet wahrscheinlich nicht nur die unwirtschaftliche, sondern auch nicht die ideale. Und dann die Toiletten, die da natürlich auch in der Aula-Veranstaltung ist, werden die beiden Toiletten benutzt. Das kann man jeder mal selber nicht leisten. Die sind natürlich relativ klein. Also das ist von der Größe her, sollten wir schon mal einen Blick mit reinwerfen. Wir machen das im Vorbeigehen, wir gehen einfach weiter, wir gehen Richtung Werkraum, da findet gerade Unterricht statt, habe ich auch uns angekündigt, und dann können wir uns das, denke ich, ganz gut wieder anschauen. Hier zu wenig Platz an, der Werkraum hat sich noch, die Anforderungen an den Werkunterricht haben sich in den letzten 40 Jahren natürlich drastisch verändert, darum ist das hier alles sehr beengt. Der Boden in dem Bereich ist noch einigermaßen in Ordnung, aber durch das letzte Hochwasser hat das Ganze, ist das Grundwasser wahrscheinlich nach oben gestiegen, sodass sich dann im Nebenraum, den wir es dann begehen werden, einige dieser Klötzchen, Fußboden, Klötzchen gelockert haben, damit auch eine Stolperfalle darstellen. Hinten im Bereich löst sich einfach von der Wand der Putz, weil er immer Feuchtigkeit mitzieht. Wir gehen jetzt einfach durch den Maschinenraum durch. Da ist irgendwann mal Feuchtigkeit wahrscheinlich ausgetreten. Aber das war nicht vom Hochwasser. Kreissäge, die Bahnsäge, das ist alles so eng gestellt, das kann so natürlich nicht mehr funktionieren und hat mir dann wahrscheinlich auch vom Gemeindeunfallversicherungsverband, der wird das nicht mehr ganz den Vorschriften entsprechen. Und in dem Bereich ist jetzt dann eben, das ist der Vorbereitungsraum, unser Holzlager, das Ganze hat sich einfach stark durch das Hochwasser, ist das starke Mitteleinschlag gezogen worden. In diesen Steckdosen am Boden steht das Wasser, die haben wir da vom Stromnetz genommen, sicherheitshalber, ist aber eben auch keine Dauerlösung. Sie sehen wieder am Rand hinten, der Verputz löst sich, sind wahrscheinlich noch Spätfolgen jetzt mit vom Hochwasser. Der werden sie einfach auch brüchig und stellen somit auch ein Risiko dar. Gerade im Großen und Ganzen, wenn man so drüber schaut, denkt man, es würde schon noch einigermaßen gehen. Aber sie sind natürlich auch, ja, deutliche Gebrauchsspuren, das heißt auch diese Graufärbung, das geht nicht mehr weg. Das ist einfach jetzt nach 40 Jahren, also das wirklich verfestigt. Und wir schauen uns jetzt in dem Klassenzimmer einfach einmal die Teppichböden an. Das ist natürlich schon auch nach wie vor ein heikler Punkt. Also beim Neubau darf ich nicht einmal sagen, ich war da dabei, wie die es machen. Beim Neubau war immer skeptisch, ob der Noppenboden eingebaut wird oder nicht. Und dann hat man doch mit großer Mehrheit gesagt, der Noppenboden ist, und wenn man sich denkt, hat er auch gehalten. Also 40 Jahre ist toll. 40 Jahre hat er auch gehalten. Zeit, ja. Aber ich war da, wir waren damals skeptisch, das war der ganze neue Boden, baut man den ein, aber er war gut. Das Klassenzimmer auch an, bereits zumindest teilweise ersetzt wurde, aber Sie sehen, der Boden ist einfach brüchig, und zwar auf der ganzen Linie. Und was noch, worauf ich noch hinweisen möchte, dieses Gebäude oder dieser Raum war ja ursprünglich kein EDV-Raum, das wurde erst nachträglich eingerichtet als EDV-Raum und auch in den Lehrplan einzugeordnet. Dadurch ist das ganze Zimmer natürlich deutlich zu klein, das sind 60 PC-Arbeitsplätze, Sie sehen, die Kinder sitzen sehr eng aufeinander. Jetzt im Rahmen einer größeren Sanierung könnte man, das ist nur eine Rigipswand, dahinter war die ehemalige, da ist der Kartenaufbewahrungsraum, den braucht man heute eigentlich nicht mehr. Könnte man also das dazu nehmen, und so hätte man dann auch einen ganz passablen EDV-Raum. Aber wie schon gesagt, das ist sicherlich, muss ich jetzt schon ehrlich sein, unser schlechtester Teppichboden. Aber so sehen oder haben bis vor kurzem viele Böden bei uns in den Klassenzimmern ausgesehen, bevor sie teilweise, und sie sind nur teilweise erneuert worden, weil vor allem der Bereich durch den Lichteinfall hier stark in Mitleidenschaft genommen wurde, aber der Boden ist nach 40 Jahren einfach hin. Er ist verbraucht. Das ist natürlich genauso mit den Vorhängen. Also das ist exemplarisch, dass die Vorhänge, die werden halt einmal eingeklickt beim Öffnen, Schließen des Fensters wieder und schauen entsprechend aus. Das ist eine Kleinigkeit, aber trägt nicht dazu bei, dass er Raum insgesamt Ja, praktisch an der Stelle die Frage, ich habe nicht erwartet, dass es nur so einen Teppichboden gibt. Ist das der einzige, der so eine ausschaut? Von in Bezug auf die Erhöhung oder hier im Haus. Den Teilaustausch nehmen wir aus. Vorschriften, weil es einfach die Helligkeit nicht herbringen wird. Und wir haben uns schon immer gedacht, warum werden unsere Schüler so müde? Liegt es an unserem Unterricht? Aber jetzt wissen wir, das sind die Lampen, oder? Es liegt an den Lampen.
Also es liegt an den Augen. Okay. Weil die heutigen Kinder nicht mehr so Akustik führen. In allen Räumlichkeiten, wo wir jetzt drin waren, wenn Sie einfach mal die Außenseite anschauen, das sind alles komplett Alufenster. Und wie die im Sommer und im Winter reagieren, können Sie sich ja vorstellen. Im Winter stehen die, es ist schade, dass jetzt nicht richtig Winter ist, da stehen die im Saft. Also meine Tochter sagt, wenn es da vorbeikommt, die wird wascheln nass, es ist eiskalt und im Sommer kommt natürlich brutal Hitze über die Fenster. Also das jetzt an der Stelle weiß man nicht. Den Heuer aufgrund der milden Witterung bei Weitem nicht so feucht wie in den Jahren zuvor. Es ist klar, wenn es draußen sehr kalt ist, dann läuft das Schutzwasser runter und bildet sich natürlich auch, wenn es sehr lange im Wasser steht, auch einzelne kleine Lebewesen. Also das ist sicherlich etwas, was ein Problem ist. Und vor allem, die geben natürlich auch die Wärme und Kälte, die Wärme bringt es nach draußen und die Kälte nach innen. Alu ist ein optimaler Wärmeleiter. Das ist also ein bisschen ein Problem. Okay? Gut. Also ich merke schon, die Dramaturgie dreht jetzt was. Eigentlich wollte man sagen, was man macht. Jetzt sind wir gerade dabei zu sagen, was heißt, aber das können wir im Anschluss beim Thema immer in großer Runde beieinander sitzen. Das, was nicht passt in wesentlichen Dingen, das sind ja auch nicht zwingend Dinge, die zum ersten Mal aufscheinen, weil in der Zeit 2007, 2008, also vor dem Wechsel auch im Stadtrat, es war ja eigentlich der Startschuss für die Hauptschulsanierung war ja fast schon da. Also der Bachmeier hat sich damals schon breit, kurz nachdem ich angefangen habe, bei der Stadt im Juli 2007 haben wir die erste große Besprechung gehabt, auch mit den damaligen Planern, wie geht es jetzt los? Also da waren wir fast schon vergabereif. Und dann ist eben diese Frage gekommen, die nicht unsinnig ist, die jetzt für die Hauptschule an sich etwas ungünstig war, weil es eine zeitliche Verzögerung gebracht hat, die aber für die Gesamtschulsituation, also dieses Konzept, wie kann ich nicht nur ein und noch einen Bau kurzfristig sanieren, beziehungsweise auf einen besseren Stand bringen, sondern wir werden insgesamt ein größerer und besserer Schuh draus. Der ist da erst aufgekommen. Der hat dann natürlich zu der Verzögerung geführt, dass man dieses Konzept, das wirklich bestechend positive Seiten hat, der aber halt nicht für einen Bauer war, dass man das angegangen ist. Und dadurch, dass zum Beispiel jetzt wieder diese Turnhalle zunächst gebaut und fertiggestellt sein muss, vergeht halt dann noch mehr Zeit. Also dass die Fenster kein behütender Zustand sind, das hat der Stadtbauamt 2007 natürlich auch schon erkannt. Bloß damals hat man gesagt, wenn wir jetzt allein die Fenster sanieren bei dem Team von 1979, dann ist wirklich rausgeschmissenes Geld, weil die Kosten dafür im Vergleich zu dem, was ansonsten noch alles zu machen ist, stehen ja nicht dafür. Also die Generalsanierung der Schule war im August 2007 eigentlich schon fast auf dem Gleis und dann war bloß dieser Signal. Die Verzögerung aus den unterschiedlichsten Gründen wird geführt, aber wir werden sicherlich dann hinterher vielleicht auch noch Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Wir hätten jetzt im oberen Bereich noch eine größere Toilette, die ungefähr der Toilette von drüben, vom Nebenbau entspricht. Ich weiß nicht, ob wir es uns noch anschauen sollen. Ich denke, jeder hat die Eindrücke soweit in Erinnerung. Dann würde ich sagen, wir gehen runter in das Zimmer, wo 40 Jahre Wasser im Keller gehabt hat. Weiß das dauert sehr lange, bis das wieder abfließt. Dort drin ist im Übrigen unser Schularchiv. Da sind einige Akten. Wer also vor dem Geburtsjahrgang, ich weiß, der Herr Beinger hat mich mal angerufen und hat gesagt, Herr Baumeier, der Jahrgang 68 fängt zu schimmeln an. Dann haben wir geschaut, dass wir ihn wieder trocken bringen. Der Jahrgang 68 ist arge mitleidenschaftlich. Ja, weil nicht so doll riecht. Also der olfaktorische Eindruck, der spricht schon mal für sich. Und es sind einfach keine Räumlichkeiten, natürlich ohne Tageslicht, die man den Kindern als Ausgangspunkt müssen anstellen. Den großen Melder anstellen. Kaum mehr. Eine Zeit lang schon. Das war dann der ohne Schuhe Raum. Und das hat dann aber die Geruchsbelästigung noch drastisch verstärkt. Überlegungen 2008 waren daraus getrieben, dass man eine bessere Lösung haben wollte, als die Bestandssanierung so geboten hätte. Und damals war die Bestandssanierung geschätzt mit 17,3 Millionen Euro und es wäre alles im Bestand saniert geworden. Vom 16,6 Meter Becken über die kleine Turnhalle, über die kleine Halle von der Schule bis zum einwüchtigen Bau der Lehrer in der Schule selbst und die Hauptschule hier im Bestand. Also alles wirklich im Status quo. Und die Überlegung, die sich Stadt und Landkreis bestätigen und der Betrachtung aller drei Schulen im Areal ist, was ist strukturell die richtige Lösung. Es war kein Wunsch zu schieben und es war nicht der Wunsch zu sparen, Vater des Gedankens. Der Stadtrat hat das Konzept, so wie wir es jetzt auch angegangen haben, einstimmig verabschiedet, weil wir geglaubt haben, dass es die bessere Variante ist, obwohl es mehr kostet. Aber wir waren der festen Überzeugung, dass am Schluss etwas Besseres übrig bleibt, als wenn man einfach nur
alten Hütten neu anstreichen. Und von daher haben wir sie von der ursprünglichen Variante, möchte man betonen, gelöst, aber dann auch weitergemacht mit der Dreifachhalle erst im ersten Abschnitt. Und die Überlegung dabei war eben, das Ganze so zu machen, dass Kinder nie in Containern hausen müssen, dass Kinder immer im Bestandsgebäude bleiben. Und von daher war eben das Wichtigste zuerst, die Dreifachhalle zu schaffen, dass man drüben die Fläche für einen Schulneubau, dass man dann ein Klassenzimmer hat und diese Containerproblematik umgehen kann. Also man könnte ab und zu erst den Zungenschlag gehört haben, man wollte hier Schieben sparen und rausschieben. Das ist definitiv nicht der Fall. Und wir haben allerdings einen Schockmoment bekommen, weil damals waren dann, wie gesagt, für die futterkomplette Lösung 19,4 Millionen Euro angesetzt. Die Sporthalle hat schon 6,5 gekostet. Ein Schwimmbad als vierter Bauabschnitt wird realistischerweise wohl um die 10 Millionen Euro kosten. Und hier war ebenfalls ein zweistelliger Millionenbetrag im Raum gestanden. Und es war dann doch deutlich mehr als die 19,4 Millionen, die zuerst angedacht waren. Genau deswegen die Überlegung gemacht. Das war was für das Thema an und für sich, dass es die Eltern interessiert. Sprich, es waren 33 Klassenelternsprecher anwesend, also 70% der Klassenelternsprecher. Man sieht also, das Thema geht an den Eltern nicht vorbei, das wird hier bewusst wahrgenommen. Ja. Und es war auch so, dass man gesagt hat, man will hier nicht einen falschen Zungenschlag auch hier anbringen, sondern einfach sagen, wie ist die Situation? Letztendlich so, wie man jetzt durchgegangen ist, nur einfach so in ein paar Punkte aufgegliedert, um einfach zu zeigen, wie ist es aus Sicht des Elternbeirats? Was wären unsere Themen in dem ganzen Baumaßnahmen? So, vielleicht gehe ich es einfach kurz durch, wird ungefähr 5 Minuten dauern. Ich hoffe, das passt für Sie und dann übergebe ich hier eine Substanz. Wie Sie so schön sagen, wenn Sie jetzt entkernen, was bleibt nur übrig? Was ist die Bausubstanz an und für sich? Auch inklusive jetzt Außenfassade. Und da haben wir halt gesagt, okay, ist es, wie sie jetzt durchgeführt worden waren, wenn man sie jetzt in irgendein Eck rauslässt und sagt, da lässt man sie stehen, ich glaube, sie würden nicht einfach wieder irgendwo zurückfinden und sagen, da, klar, da ist der Ausgang. Also das Gebäude ist sehr unübersichtlich und basiert natürlich auf dieser ursprünglichen Struktur, baulichen Struktur, wo man halt damals gemeint hat, das ist jetzt gerade Stand und zu dem damaligen Zeitpunkt auch gesagt hat, das ist das Beste, was man jetzt den Schülern bieten kann. Das Thema ist halt durch diese hohen und immer wieder Treppe rauf, Treppe runter, verschiedenen Ebenen, ja, hat man natürlich etwas, wo man sagt, da tut man sich recht schwer, da irgendwas in einheitliche Ebenen zu bringen, das dann je nach dem Punkt behindertengerechtes Gebäude kommt. Dann, was wir angesprochen haben, will ich gar nicht mehr drauf rumreiten, einfach undichte Alufenster mit starker Nässebildung und Schimmelbefall bei Kälte. Ist einfach so. Dann Minus, Plusgrade, Temperaturübertragung, gerade in Fensternähe. Und dann haben wir gesagt, so, wenn man so durchgeht, haben wir so unsere Zweifel, dass die Auflagen wie Brandschutz, Arbeitssicherheit, Lärmschutz und so weiter momentan dem entspricht, was Stand der Dinge wäre. Also das so zur Bausubstanz. Dann behindertengerechtes Gebäude ist ja gerade beim Thema Inklusion, ja, etwas, wo man sagt, das kann man nicht einfach weglassen. Und da ist es so, dass ich sage, es gibt keinen barrierefreien aktuell. Der Herr Bachmeier hat einmal gesagt, wenn da einer mit Krücken kommt, weil er kurz irgendwo hingefahren ist, der hat schon ein Problem. Aber es gibt keinen einzigen barrierefreien Zugang zu Klassenräumen, Toiletten oder sonstigen Räumlichkeiten. Überall, wenn man von draußen reinkommt, geht es schon irgendwo hoch oder wieder runter. Dann Sanitär-Toilettenanlagen. Gut, sage ich nicht mehr viel dazu, ich glaube, der Eindruck ist da. Vielleicht noch dazu, dass man Abflussrohre teilweise undicht sind, das sieht man jetzt nicht so und die momentan einfach nur notdürftig geflickt werden. Und was uns, was wir jetzt nicht selber mitbekommen haben, aber was auch von den Klassenelternsprecher kam, ist, dass auch in den Zimmern ja Wasser ist. Und dass teilweise die Kinder das Wasser nicht trinken, weil sie sagen, es schmeckt madig, fad. Also, wir wissen es nicht, wir sagen nur, also was uns halt auch ein wichtiger Punkt ist, dass man halt auch sagt, Trinkwasserqualität, also es ist alles einfach dann in Ordnung. Also wie gesagt, ich kann nur das sagen, was uns herangetragen wurde. Das heißt jetzt nicht, dass das im ganzen Haus so ist. Das kann auch sein, dass da vielleicht bloß ein Wasserhahn betroffen ist, wo man sagt, da ist die Ableitung, die Zuleitung jetzt irgendwie alt oder sonst irgendwas. Dann die Klassenzimmerausstattung. Ich meine, wenn man heute halt so sagt, so,
was sollte sein, jetzt zeitgemäße Ausstattung wie Whiteboards, PCs, Beamer, vor allem Beleuchtung, Akustik, dass man einfach sagt, die Kinder kommen rein und sagen, okay, das ist, ich glaube, wenn man so reinkommt als Kind in einen Raum, wo man sagt, okay, das ist Zeit, ich glaube, die Motivation ist auch ein bisschen höher an der Stelle, wie wenn man sagt, so, ja, 40 Jahre so. So. Dann, der nächste Punkt war Fußbodenbelege, hat man auch gesehen, einfach momentan Stolperfallen durch defekte Fußböden an der einen oder anderen Stelle. Was wir sagen, was wir nicht glauben, ist, dass jetzt Teppichböden aus aktueller Sicht der geeignete Bodenbelag ist. Nicht jetzt gerade in Hinsicht Allergien und sonstigen Themen. Es hätte die Schule auch wesentlich schlimmer treffen können. Und ich meine, so ein Hochwasserschutz, da werde ich mich schwer tun, in einem Bestand etwas zu ändern. Also, Schlusswort, nachdem man dann gesagt hat, okay, man erarbeitet die Punkte und hat dann den Klasseneltern entsprechend gesagt, für was plädiert sie? Sanierung, also so Teilsanierung, Generalsanierung oder Neubau, dann hat man einfach gesagt, wenn man die Punkte jetzt rein sachlich gesehen ansieht, dann haben wir einfach gesagt, okay, wenn man wirklich alles beheben will und sagt, man nimmt nicht bloß eine kurz- oder mittelfristige Lösung, müsste man eigentlich einen Neubau umstellen. Und das ist das, was ich aus Sicht des Elternbeirats einfach Ihnen mitteilen wollte, wo wir natürlich auch versuchen, ein bisschen hinzulenken und eventuell uns halt die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten dann aussehen. Sie haben unsere drei Schülersprecherinnen, die Sie vielleicht schon wahrgenommen haben, vorstellen, Alina Waha, Sarah Stock und Sarah Frances Charles. Und nachdem es die Klientel ist, um die es eigentlich die ganze Zeit in unserer Rede geht, würde man vielleicht doch den Mädels die Chance geben, auch als Vertreterin der ganzen Schülerschaft, und es sind bei uns über 600 Schüler, verteilt auf die zwei Gebäude, muss man jetzt ehrlichkeitshalber sagen, geben, um mal ihre Eindrücke, ihre aktuellen Eindrücke, aber weil es ist ja auch von einer lösungsorientierten Variante immer die Rede, die Wünsche, die sie an ein Gebäude saniert, wie auch immer. Viele Punkte wurden ja schon genannt, wie mit den Fußboden und den Fenstern. Das ist wirklich ein grundlegendes Problem, wenn man auch im Winter ist, das, es ist sehr kalt und wenn man auch direkt am Fenster sitzt, das ist ja ziemlich feucht und es ist unangenehm zu sitzen. Dann auch noch wegen den Lichtern, manchmal gehen die nicht, also manche sind einfach kaputt, wie man auch hier sehen kann. Und das ist ziemlich grell. Und manche fackeln. Dann gibt es auch gar keine Rückzugsorte hier in der Schule. Man ist immer in einem ganzen Haufen überall. Und ja, dann die Toiletten, wie ihr schon gesehen habt, echt kein guter Zustand. Und dann auch echt unangenehm auf die Toilette zu gehen und man muss dann halt echt warten, bis man zu Hause ist und ja, das ist dann echt nicht so toll. Dann die Kabel, wie man sieht, ist einfach nicht schön. Also sollte echt vielleicht, dass man das verdecken kann oder so. Und die Bücherei ist auch echt klein und es wäre, also wenn sie größer wäre, dann hätte man auch die Möglichkeit, mehrere Bücher und auch interessantere Bücher zu haben. Ja. Und vielleicht die Wände auch, also es sind halt viele Schimmeln mäßig und es sind halt Farbspuren zu sehen und vielleicht auch mehr Farben, dass man vielleicht nicht so viel weiß oder in der Aula ist viel grau, so das schaut so düster aus und und vielleicht die, also es ist halt, die Aula schaut halt auch irgendwie langweilig aus. Es ist halt, der Boden ist halt nicht sehr schön und vielleicht könnten wir auch eine Cafeteria irgendwie so einbauen, wie man vielleicht im Gymnasium oder in der Realschule sieht, sind halt so eine Aula und dann gibt es halt so, wo man Stände kauft, also Stände, wo man halt zum Essen kaufen könnte. Irgendwie sowas. Was ich noch sagen wollte, manche Heizungen funktionieren auch im Klassenzimmer nicht, auch im Winter. Das ist auch sehr schlimm. Manchmal im Winter funktionieren die nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt drei Stellvertreterinnen der Schülerschaft gehabt. Wir haben alle Schüler befragt. Ich möchte Ihnen gerne die Ergebnisse der Schülerbefragung übergeben.
möchte es Ihnen aber natürlich nicht zumuten, das insgesamt alles lesen zu müssen. Wir haben uns in der Schulleitung schon die Mühe oder eigentlich auch den Spaß gemacht, um unseren Informationsstand oder die Schicht der Sichtweise der Schüler auch einzuholen und haben uns erlaubt, hier eine oder die wichtigsten, die immer wieder genannten Stichpunkte für Sie zusammenzufassen in einem Geheft. Und nachdem aber nun die Elternseite, die Schülerseite als Interessensvertreter natürlich zu Wort kamen, möchte ich abschließen. Ein Ergebnis einer eher neutralen Kommission, und das war die externe Evaluationskommission, die im Jahr 2012 bei uns zu Gast war, einfach Ihnen nochmal wirklich nur in einem Satz nahebringen. Auch hier haben wir zweiseitigen Auszug, der sich rein auf die Schulhausgebäudlichkeiten eben bezieht, beigelegt, dass Sie sich vielleicht dieses Gutachten einer Kommission, die ja nicht im Verdacht steht, hier interessengeleitet zu argumentieren, nochmal durchlesen können. Und es geht einfach darum, dass die Räumlichkeiten, dass das Inventar nicht nur unhygienisch ist, dass es abgewohnt ist, wie das nach Jahrzehnten mit jedem Wohnhaus auch ist, und renoviert einfach und gerade bei einem Menschendurchsatz von rund 660 Leuten ist natürlich der Zustand schneller erreicht, das Abgewohntsein als in einem Privathaushalt, sondern die ganze Ausstattung ist einfach nicht mehr mit einem modernen, zeitgemäßen Unterricht vereinbar. Zum einen, was die Unterrichtsformen anbelangt, zum anderen, was die technische Ausstattung und auch die Gestaltungsmöglichkeiten anbelangt. Im Hinblick auf eine Rhythmisierung des Tagesablaufs, und Sie haben vielleicht, wenn Sie kurz vor zwei gekommen sind, gesehen, wie viele Schüler doch hier eben den ganzen Tag verbringen, die Mittagspause, bevor sie dann wieder um 14 Uhr in die Klassenräume gehen und bis 15.30 Uhr letztendlich hier bei uns im Haus sind. Und auch was unterrichtliche Sozialformen anbelangt. Das kann man in solchen Gebäudlichkeiten einfach nicht befriedigend umsetzen. Die Außenanlagen haben wir uns bis jetzt noch gar nicht angeschaut. Hier wäre natürlich auch einiges an Gestaltungsmöglichkeiten zu machen. Vielleicht könnte man das im Hinblick auf die kleine Landesgartenschau ein bisschen ins Auge fassen, dass man auch den Außenbereich etwas so gestaltet, dass hier Zonen zum Ausruhen, zum Toben, zum Spielen einfach eingebaut werden. Zum Abschluss möchte ich kurz Bezug nehmen auf einen Zeitungsartikel, der vorigen Donnerstag im Pfaffenhofener Kurier erschienen ist. Ich habe mich sehr gefreut mit den 33 Kindern, die momentan die Kindertagesstätte Ecolino besuchen, ist eingeweiht worden. Die Kinder freuen sich hier über Turnhalle, Atelier, über Forscherzimmer, über Sitz- und Spielnischen. Sie freuen sich über die offenen, hellen, weitläufigen Räume, und die Kindergartenleiterin sagte: Diese Atmosphäre lässt uns durchatmen. Wir würden uns für unsere Schüler wünschen, dass wir den gleichen Satz tätigen könnten. Sie haben es gemerkt, durchatmen können wir hier momentan noch nicht, aber Sie haben eine sehr optimistische Aussicht zum Besten gegeben. Auf das freuen wir uns. 17 müssen wir schon sozusagen mal umsetzen lassen. Damen und Herren, Sie haben noch 1, 2, 3 Jahre, 4 Jahre mit den Umständen zu leben. Den Teil, haben wir gesagt, kann man aufstellen. Im Großen und Ganzen wird es keine kleine Sanierung geben, also es wird nicht sehr viel besser werden. Und wir, glaube ich, von der Stadt her müssten schon alles tun und der alle Planer, damit das nicht sozusagen in die Warteschleife kommt, sondern zeitlicher Priorität bekommt, als man andere Dinge. Leider sind ein bisschen wenig Stadträte, das ist für mich immer so pauschal feststellen, die sich einfach eine gewisse Priorität kriegt. Also ich kann mir nicht so leicht vorstellen, dass wir jetzt noch 1, 2, 3, 4 Jahre in dem Zustand leben müssen, wenn es schneit. Am besten würde ich mehr Gas dahinter setzen und vor allem auch deutlich die Ernsthaftigkeit, weil alle schönen Reden im Sinne, wir müssen der Mittelschule helfen, damit die schwächeren Kinder auch schon rauskommen, die sind ad absurdum geführt. Das ist, und das Engagement der Frauen ist im Zusammenhang mit der Unterbringung von Schülern, die sich ein bisschen schwer der Zusammenarbeit mit dem Handwerksunternehmen und was dafür ein Aufwand getrieben wird. Und das steht in keinem Verhältnis zu den Umständen, die wir
jetzt da aus verschiedenen Gründen zurecht, ich würde als ein sehr großer Fehler gewesen, hätten wir den Beschluss 2007 umgesetzt. Aber ohne ein Appell an uns alle, da muss der Daumen drauf bleiben und das muss den Termin geben, dass wir davon machen, egal was kommt. Natürlich 2017 haben wir die Landesgartenschau, die beschäftigt uns auch, aber nochmal meine Bitte, dass wir alle zusammenhelfen, dass das nicht auf die Zeitschiene kommt und die Kinder und Eltern und Lehrer und alle in dem Zustand, der dann sicher oder besser sein wird, weiterleben müssen. Aber immer wieder gesagt, wäre schön, wenn der Bauausschuss sich das anschaut, weil wenn der Einzelne durchgeht durchs Haus, der kann einfach nicht so viel zerreißen, man muss das sehen. Ich habe immer wieder angeregt, dass die Toilette, jetzt in der Bürgermeister, die haben das ja erzählt, die Toilette irgendwie saniert worden ist. Also da geht man trotzdem nicht gerne rein. Ja? Also trotz Sanierung schaut es super aus, das riecht man schrecklich. Also das geht einfach nicht. Und ich habe es immer wieder angeregt und ich bin jetzt wirklich froh, mich freut es sehr, dass wir hier jetzt sitzen, dass sich das jeder anhat, anschauen können und dass wir jetzt wirklich dann einen Schluss oder einen guten Beschluss finden für unsere Kinder, weil das ist einfach unsere Zukunft. Erschreckend ist, dass gerade einmal 60 von uns da sind. Ja. Ja. Vor 130. Ja. Das ist ja schon ein Zeitpunkt. Ja. So viel zum Wahlprogramm. Anpacken ist diese Lösung der nächsten 27 Jahre, sondern ist eine Lösung für die nächsten 40, 50, 60 Jahre. Und ich wünsche mir auch von den Planern rein entdecken, dass wir eine gute Entscheidungsgrundlage treffen zum Thema Generalsanierung oder Neubau. Weil wir sanieren dann ein Gebäude, das ja auch schon der 50 Jahre auf dem Buckel hat, fast. Und wollen das für die nächsten 40, 50 Jahre wieder ertüchtigen, weil die Mittelschule war 1970 ein topmodernes Gebäude, es war vom Stand der Technik. In der Scheiern war damals ein Vorzeigeobjekt und was wir jetzt haben, sieht man es. Also man sollte schon genau abwägen, nicht nur kurzfristig die Investition sehen, was kostet zu sanieren, was kostet der Neubau, sondern insgesamt, wie lange sind die beiden Lösungen überhaupt zukunftsfähig, was bringt es? Vielleicht abgeschrieben auf die Lebensdauer, was kostet uns das effektiv? Und wenn man da hoffentlich ein gutes Arbeits- oder Entscheidungsmaterial als Grundlage bekommen, denke ich, wird uns die Entscheidung nicht allzu höher fallen. Ich würde anregen, wir bauen einfach dreimal die Josef-Marie-Rutsch-Schule hier noch, weil das ist die älteste Schule, aber die substanziell am besten gebaut ist.